Wir befinden uns hier am Landratsamt in Esslingen zwischen Feuerwehr und Landratsamt. Hier gibt es eine Brücke, die den Weg zum Landratsamt sicherstellt. Diese Brücke wurde kürzlich durch ein Gutachten in der Tonnage reduziert auf 3,5 Tonnen, was das Problem mit sich brachte, dass keine Großfahrzeuge für den Brandschutz, für die Fähr- und Entsorgung und so weiter auf das Gelände des Landratsamts kommen können. Daher wurde entschieden, dass hier eine schnelle Lösung gefunden werden muss, um diese Brücke wieder entsprechend verkehrstauglich zu machen. Und da kam dann eben das THW ins Spiel, hier eine entsprechende Behelfsbrücke bereitzustellen, aufzubauen. Die Behelfsbrücke ist im Endeffekt ein modulares System, wird in verschiedenen Fachgruppen Brückenbau vorgehalten, das THW, und es werden die Bauteile entsprechend hier mit Schwerlastfahrzeugen angefahren und je nach Gegebenheit in mehr oder weniger großer Ausprägung eben montiert. Ja, der Ablauf der Montage ist im Endeffekt so, das Brückenfeld, wo die Brücke stehen soll, wird eingemessen. Entsprechend die Dimensionen werden euch vorher festgelegt, was soll die Tragkraft schlussendlich sein, wie sind die Fundamente beschaffen, kann darauf aufgebaut werden, ja oder nein. Nach dieser Analyse wird dann entsprechend entschieden, welche Brückenbauart verwendet werden kann, und daraufhin wird dann entsprechend der Bau begonnen. Aus den einzelnen Modulen mit Unterstützung von relativ viel Manpower, sowohl aus den Reihen der Brückenbaugruppen als auch umliegende Ortsverbände, die hier dann mit Manpower unterstützen. Also hier vor Ort haben wir jetzt momentan 40 Einsatzkräfte aus 7 Ortsverbänden aus dem Großraum Baden-Württemberg. Die Brückenbauer an sich kommen aus Pfedelbach, das ist nordöstlich von Heilbronn. Dann werden sie unterstützt durch die Bergungsgruppe aus Ostfildern als ortsnahe Gruppe. Wir haben dann noch logistische Unterstützung aus Kirchheim mit dem Radbagger, aus Göppingen mit dem Radlader. Heilbronn ist mit von der Partie mit einem großen Kran. Kollegen aus Bayern sind in der Zwischenzeit auch eingetroffen. Die bringen den Fahrbahnbelag, weil der hier leider momentan nicht verfügbar war für diese Brücke. Man sieht also dieses modulare System, das THW greift hier perfekt ineinander und kann natürlich da im Hintergrund dann auch logistische Unterstützung bieten, ob die jetzt näher oder ferner positioniert ist, ist in dem Fall dann zweitrangig. Also wir haben heute Morgen um 7 begonnen mit dem reinen Arbeiten hier vor Ort. Wir rechnen damit, dass wir in den nächsten 2 bis 3 Stunden den Stahlbau soweit abgeschlossen haben. Dann kommt noch die ganze Peripherie mit Auffahrrampen, Abfahrrampen, die dann noch geschaffen werden muss. Das macht dann aber ein Bauunternehmen für uns, in diesem Fall hier in Esslingen. Somit können die Einsatzkräfte mit dem reinen Bau der Brücke gegen Spätnachmittag eigentlich den Einsatz abschließen.